Mama, was gibt's heute zum Essen? Tut mir leid, ich habe ja nur gefragt. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Nach dem letzten, was ja wirklich gut war. Etwas, auf was viele gewartet haben. Pathify. Pipipupu. So. Ich weiß schon, um was es geht. Das ist so eine komische Dämonenfrau, die irgendwie alle in Puppen verwandelt da vorne ist. Also sie sieht aus wie Pipipupu. Ja. Soll ziemlich schwierig sein. Man soll diese Puppen verbrennen, um sie zu verbannen, zu exorzieren. Was weiß ich. Ich habe jetzt hier wirklich nur das Teelicht an. Ich habe jetzt extra für die Atmosphäre ein bisschen, ausgemacht. Also hier mein Licht. Aber wir werden mal gucken, dass wir irgendeinem Spiel beitreten. Steuerung, damit die mich überhaupt hören, wenn ich quatsche. Hast du da? Der Regen hat aufgehört. FPS schwanken aber ziemlich stark in dem Spiel, das ist schade. Und das liegt nicht an der Aufnahme, weil ich habe eine externe Festplatte, auf der ich aufnehme. Thank you.
Idee, hier lang zu gehen. Pipi Pupu! Na, wie geht's dir? Ich mach mal zu. Ich bin weg. Ich bin gar nicht hier. Oh Gott, schnell weg. Die Jungs wissen bestimmt voll... was machen die denn da? Pipi-pupu? Na, willst du knuddeln? Nicht mit mir. Nicht heute. Geh mal weg. Ich habe auf jeden Fall Holz, das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, wo ist dieser blöde Ofen? Ich gehe mal stark davon aus, im Keller. Ich will das Holz jetzt aber auch nicht wegwerfen. Was ist denn das hier? So. Sie holt jetzt ihre Kinderarmee, oder was? Den sollen wir voll gucken. Hat sich ja original wie Bubu de Bibi. Was ist denn das hier? Das ist eine normale Puppe. Ich hab mal gehört, die müssen irgendwie schwarz sein, wenn die verflucht sind. Ein Anarchiesymbol oder so. Rasenmäher. Ich hab doch nur Holz. Die hört sich ja an wie ich, wenn ich zu viel geraucht habe. Verraten ein ewiges. Die ist wie ein Revenant, Mann. Sobald die auf einen getriggert ist, was ist das hier? Aggressiver. Kann man hier durchgucken. Ja, da hört sich an wie so ein Tyrannosaurus Rex. Und das, obwohl die mal so süß war. Ja, wenn die mir mal sagen,
sagen würden. Die Streichhölzer, also ich will aber auch nicht, dass die nicht anzünden können. 4 noch. Sieht doch ganz gut aus. Ich hatte da oben noch eine. Gesehen. Bibi-bubu. Sie geht einfach ein. Let's go. Was ist mit dir los? Das ist Superman. Ich verfolge einfach mal die Entenmama. Mama, was gibt's heute zum Essen? Tut mir leid, ich habe ja nur gefragt. Schade, dass du ein Dämon bist. Eigentlich warst du mal ein hübsches Mädchen. Mama, wo bist du? Mama! Ich hab Angst im Dunkeln. Okay, eigentlich sollte ich vor der Mama mehr Angst haben, aber okay.
Mama, gibt's ein Schnitzel? Ja, okay, dann koche ich selbst. Meine Güte. Was los? Ist aber auch ein bisschen laggy, das Game, man. Dieses Haus sieht blop 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 blop. Blop 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 blop. Oh, da hinten ist er. Das ist aber sauer, glaube ich. Gibt nur noch zwei Puppen. Fliegt wieder los zum Edeka. Nee, die hört sich ja an wie ein Rasenmäher. Schlappdämon. Ich helfe dir mal, ich mach mal hier die Tür zu. Okay, macht keinen Sinn bei ihr. Na, vielleicht doch ein bisschen. Sie hängt in den Türen fest. Nein, Mama, du bleibst hier. So, kann ich dich jetzt mal in Ruhe fragen, was es heute Abend zu essen gibt, ohne dass du wieder durchdrehst? Das ist aber ein schönes Bild. Obwohl wir so einen guten Ping haben, ist das Spiel so wackelig. Ja. Falsche Puppe.
Ich glaube, die ist genauso planlos wie ich gerade. Abgeschmuselt. Kann man nichts machen. Hallo Mama. Nee. Lobby verlassen. An der Stelle mache ich erstmal kurz Licht an. Eine Sekunde. Also performance-technisch muss man da schon was machen. Also ich gebe zu, mein PC ist ein bisschen älter, aber der ist auf Leistung ausgetrimmt. Und ich kann viele Spiele wirklich auf hoher Qualität spielen. Dieses Rumgeruckel, das nervt halt wirklich. Und auch obwohl wir alle guten Themen hatten, haben die Charaktere so geleckt. Aber sonst eigentlich ganz gut. Ich glaube aber, das ist wirklich so ein Spiel, das musst du als Viererteam in deinem Discord mit deiner Community spielen, wenn alle das haben, dann, wenn man kommunizieren kann. Und da komme ich noch zu einem Punkt. Videoeinstellungen. Ich kann hier nirgends meine Steuerung verändern. Warum kann ich das nur im Spiel? Hier, ich kann die Sprache einstellen. Deutsche. Erstmal ist das eine falsche Übersetzung. Aber naja. Ist wahrscheinlich noch neu, das Spiel. Aber es sollte sowas wie Tastatureingabe geben, dass man auch sieht, auf welche Taste man drücken muss, damit die Leute einen verstehen. Ich weiß nicht, ob die Leute mich hören oder nicht. Es wird ja auch nichts angezeigt zum Mikrofon wie in Phasmophobia oder so. Ja, also Kaufempfehlung. Ist schwierig. Muss jeder für sich selbst wissen, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite verbesserungswürdig, sagen wir mal so. One man to balls, over and out. Peace.